Ja, wie ist es denn, wenn ich eure Waffen mal gegen euch verwende? Ja, und schon ist die Party nicht mehr ganz so fröhlich, wa? Na, was ist? Hm? Jungs und Mädels der Freunde und Sonne. Da drüben! Los, schnapp ihn euch! Komm her. Zack. Tot. So, ich bin gerade ruhig, es tut mir leid. Jetzt gibt's wieder volle Ladung Action hier. Hier drüben. Mit Kommentar hier. So, wir rennen jetzt hier rein. Und da, hier direkt. So, ja, übertreiben wollen wir es jetzt auch nicht. Ich sehe ihn. Also. Entschuldigung, warte mal. Ah ja, richtig, wir haben jetzt hier einen Baseballschläger hier. Oh, meine Freunde. Ich sehe die Pisser gerade nicht. Nick, wir hätten was Passendes für ihn finden müssen. Dafür ist es viel zu spät. Meine Bürotür steht immer offen. Hier mal alles platt jetzt hier. Da, guck dir das an. Ich habe übrigens immer noch unendlich Munition. Ha, was will der machen? Ha, was will der machen, der kleine Mann? Ha, ich gehe einfach jetzt hin und fix sein ganzes Haus hier. So. Bam. Ich mache hier keine Tür auf. Ich fick die einfach. So, hier. Sachbeschädigung ohne Grund. Alles klar, da schwebt eine Fensterscheibe, so ein Splitter einfach in der Luft, juckt den Splitter nicht. Tolle Technik, aber völlig unnötig, Detective. Ich bin unbewaffnet. Das bezweifle ich. Hey, hey! Keine falsche Bewegung. Was soll das, Nick? Was willst du tun? Mich verhaften? Das war der alte Nick. Ja, ich weiß, was dort passiert ist. Und dann bist du quer durchs Land geflogen, um mich auszurauben. Du bist vielleicht der härteste Wichser, den ich je erlebt habe. Aber du bist nicht kaltblütig genug, Unbewaffnete abzuknallen. Wenn du mich töten wolltest, hättest du es längst getan. Was willst du wirklich, Nick? Kommt auf dein Angebot an. Endlich kommen die richtigen Worte. Nenn dein Angebot. Einfach die Welt. Du sollst mir helfen, meine Geschäfte zu führen und übernehmen, wenn ich sterbe. Deine sogenannte Geschäftsidee scheint mir ein paar Löcher zu haben. Na, dann stopf sie. Hm? Zieh dich um. Du bist allein, Nick. Warum denn? Meine Freunde hatten wichtige Termine. Nein.
Nein, du hast sie weggeschickt. Ich glaube, du begreifst endlich, wer du wirklich bist. Du bist wie ich. Mehr Gangster als Cop. Weißt du was? Du hast recht. Wie geht's deiner Mom, Nick? Ja, das war's. Draws ergreifen, ja. Gang öffnen. Ja, hat sich jetzt irgendwie mit ergreifen nicht so ergeben. Erstmal Waffe ausrüsten. So viel Zeit muss sein. So, was soll ich jetzt machen? Gang öffnen? Gang öffnen? Keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Hallo? Hallo? Ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen schwer von Begriff, kann das sein? Was muss ich jetzt machen? Vermächtnis. Schwierigkeit. Expertenergebnis. Gang öffnen. Ja, welchen Gang denn? Einen Geheimgang oder wie? Vielleicht muss ich wieder irgendwas scannen. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Da steht Gang öffnen. Ja, aber was für einen Gang? Was denn für einen Gang? Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Spiel? Was muss ich tun? Sag's mir bitte. Etwas genauer als einfach nur Gang öffnen. Was denn für einen Gang? Hä? Ich kapier gerade nicht, was das Spiel von mir will. Bestimmt werden sich jetzt einige denken, hä, was macht der Typ denn da? Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ach, hier. Sag mal, Nick, als du abgedrückt hast, war ich da überrascht? Neben meinem Schreibtisch ist ein Regal. Dahinter ist ein Gang. Öffne ihn. Ach so. Und wie? Hä? Wie denn? Der hat sich da hingedreht, aber wie krieg ich ihn denn jetzt auf? Muss ich hier wieder irgendwas scannen? Ich weiß ja nicht, sonst, ich meine, den letzten Ding haben wir ja auch, den Tresor haben wir ja auch so aufbekommen. Hä? Warum ist denn das so komisch gemacht? Ach. Dich hat's erwischt, weil ich dich nicht für einen Pragmatiker hielt. Wie alle Guten. Ich hab dich hierher eingeladen, weil ich gehofft hatte, falsch zu liegen. Und ich hoffte, dich retten zu können. Was ich getan habe, nennst du Korruption? Gefallen tun, Geld annehmen? Nein. Die Cops, mit denen ich kooperiert habe, die Polizeipräsidenten. Du glaubst nicht, wie flink die auf meiner Seite waren. Nicht, weil sie schlechte Menschen wären. Das Problem ist das Risiko. Was meine Kunden haben, wollen Millionen. Ich minimiere das Risiko. Für Cops, für Verbrecher, für alle. Und alle haben gerne weggeschaut. Außer dir.
fliegen wir bestimmt gleich in die Luft, kann ich mir vorstellen. Oder was ich aufgebaut habe, ist unzerstörbar. Es geht um zu viel. Um Leben und Karrieren. Herzlichen Glückwunsch, Detective. Es gehört alles dir. Oh mein Gott. Was wirst du damit anstellen? Vermächtnis. Alter, Katsching, 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 sag ich dann nur. Alles klar, als ob der das jetzt uns einfach so vermacht hat. Ja, nächste Episode, Battlefield Hardline, sieht nach Abspann aus. Ja. Sieht nach Abspann aus, ist der Abspann, ja. Ja, leck mich am Arsch, wir haben's gebackt, Leute, wir haben's geschafft, wieder ist das Spiel durch. Ach ja, mich würde es jetzt mal nur interessieren, was aus dem, was aus Dyson geworden ist. Aus Dyson und den anderen beiden, ob der jetzt überlebt hat oder nicht. Ich meine, die anderen beiden haben ja überlebt, aber... Ja. Gut. Ja, ich muss gerade ein bisschen überlegen, was ich jetzt noch sage. Ja, das war Battlefield Hardline, meine lieben Freunde. Wir können den Abspann überspringen. Es ist so wunderbar, dass man den Abspann mal überspringen kann. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Ich will den ja für euch aufnehmen. Ja, es ist, war ein... sehr interessantes Battlefield, muss ich sagen. Es war mal nicht so, ja, jetzt halt hier reinrennen und alles totschießen. War mal ganz interessant, so ein Battlefield zu spielen, wo man auch mal ein bisschen mit Strategie vorgehen muss. Es war eigentlich ganz okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Multiplayer ist. Ich werde auch den Multiplayer nicht anfassen, weil wie gesagt, das ist das Spiel von einem Kollegen bzw. der Account. Ich habe da keinen Bock, dem irgendwie seine Statistiken zu verhunzen. Ja. Also ich muss sagen, ist eigentlich ein ganz gutes Spiel gewesen, fand ich jetzt. Es war ein bisschen merkwürdig an manchen Stellen, dass so ein paar Sachen wieder ganz komisch getriggert wurden und manchmal stand man vor dem Gegner und die haben einen einfach nicht gesehen und dann... Ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, ist ein gutes Spiel, kann man auf jeden Fall mal spielen, aber ob ich es jetzt unbedingt wieder spielen will, ich weiß nicht, ich glaube jetzt einmal durchspielen, das genügt mir jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit. Aber ist auf jeden Fall doch ein ganz gutes Spiel, kann man so machen. Ist mal was anderes, nicht einfach reinrennen, alles abknallen, aber ja. Gut. Ich würde sagen, das war's von diesem Let's Play. Wir sehen uns dann wieder in Battlefield 1. Ne? Die Battlefield 1 Kampagne, die steht ja noch aus. Ich weiß, ich habe schon in Battlefield 4 gesagt, ich mache danach Battlefield 1, aber da habe ich vergessen, dass es ja noch Hardline gibt. Ich habe jetzt Hardline einfach mal mit reingenommen, weil es halt eben einfach in der Serie drin ist. Jetzt habe ich Battlefield 3 gemacht, Battlefield 4, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du Battlefield Hardline halt auch noch mit rein. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, halt einen Daumen nach unten. Aber dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagt, was ich denn besser machen könnte. Und ja, ich würde sagen, Anti-Cheat-Team, ja, hier, das ganz wichtig hier, Anti-Cheat-Team. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der Battlefield 1 Kampagne. Bis dahin. Tschö mit Ö, arrivederci und viel Spaß mit weiteren Videos, die dann in Zukunft folgen werden. Ich muss sowieso mal gucken, das wollte ich sowieso mal ansprechen, wie es jetzt weitergeht. Ich wurde ja auch gefragt, das hätte ich vielleicht irgendwann früher mal ansprechen sollen im Let's Play, aber ja, habe ich jetzt auch nicht so dran gedacht. Ich wurde ja gefragt,
was mit Ding ist, mit Minecraft. Minecraft ist im Moment ein bisschen problematisch, weil LPT Minecraft klappt zurzeit nicht so wirklich, weil X the Black Beast ist nicht mehr da. Was heißt nicht mehr da? Der hat viel privat zu tun. Das heißt, der ist nicht mehr so wirklich online und hat nicht mehr so wirklich Zeit zum Zocken. Ne? Muss man Verständnis für haben. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ey Kollege, du musst jetzt mit mir aufnehmen. Ne? Das geht ja nicht. Und ja, der Starkiller, der ist auch nicht so wirklich motiviert auf Minecraft zurzeit. Ich habe zwar immer noch Kontakt mit dem, wie eh und je, ne? Aber der hat auch nicht immer so wirklich Lust. Und ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich irgendwas Singleplayer-mäßiges, irgendein Modpack, dass ich mir mal irgendein Modpack raussuche, irgendein aktuelles. Und das dann einfach mal durchprügel, weil Minecraft wird halt immer sehr gern geguckt. Und ich ganz ehrlich, ich will auch ganz gern wieder Minecraft spielen. Es tut mir wirklich leid, dass ich kein Minecraft bringen kann. Ja. So ist das. Wollte ich nur mal ansprechen. Ich hoffe, das sieht hier überhaupt niemand, wenn sich hier jemand die Credits überhaupt anguckt. Naja gut, auf jeden Fall das war's mit Battlefield Hardline. Wie gesagt, ist ein ganz gutes Spiel, kann man machen, kann man spielen, ist nicht so grottenschlecht, wie ich jetzt so mitbekommen habe. Ich wollte jetzt sagen, wie jeder sagt, aber weiß ich ja nicht, ob das jetzt jeder sagt. Ich habe es halt so mitbekommen, dass Battlefield Hardline jetzt nicht so der Renner war, aber ich habe es halt mit reingenommen, weil es halt eben in der Serie drin ist. Und da habe ich jetzt halt eben die komplette Serie von 3 bis 1 durch. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich alles gesagt. Dann noch viel Spaß mit dem Abspann. Wir sehen uns dann in zukünftigen Videos wieder. Bis dahin, Tschüsschen mit Grüßchen. Bye. Ich glaube, wie ich das jetzt gesagt habe, bye. Bye. Ja gut, auf jeden Fall, tschüss.